Es ist ein wieder mal sehr aufregender innenpolitischer Tag hinsichtlich der SPÖ. Ich darf jetzt einmal meine Kollegin Elisabeth Vogel ablösen nach diesem wahren Sendungsmarathon. Und ich darf jetzt aber auch gleich via Sky-Politikberater Thomas Hofer bei mir im Studio begrüßen. Schönen guten Tag, Herr Hofer. Danke, dass Sie sich so kurzfristig die Zeit genommen haben. Einen schönen Tag auch von meiner Seite. Herr Hofer, die SPÖ, die beschäftigt uns also weiterhin. Heute eben also die Verkündung, dass das Ergebnis vertauscht wurde vom Sonderparteitag. Es ist also Andreas Babler, der von den Delegierten am Sonderparteitag zum neuen Parteichef gewählt worden ist. Haben Sie sowas schon einmal erlebt? Inwiefern ist das auch ein Armutszeugnis für die gesamte SPÖ, für die Organisation? Also erste Frage, nein, ich habe sowas noch nicht erlebt und bin jetzt auch schon sehr lange dabei, muss ich sagen. Kenne auch niemanden, der das in dieser Art und Weise oder die das in dieser Art und Weise erlebt hätte. Das ist tatsächlich der Mega-GAU für die SPÖ, denn an Peinlichkeit ist das nicht zu überbieten. Möglicherweise war es überhaupt so, dass Martin Thür vom ORF das wirklich ausgelöst hat, dass man sich das überhaupt noch einmal angeschaut hat. Also das ist schon etwas, wo man sagen muss, das ist nicht nur organisatorisches Chaos, sondern da beweist einfach, muss man sagen, eine staatstragende Partei, was sie alles nicht kann. Und natürlich mit weitreichenden Verwerfungen. Und ich glaube, es ist jetzt ein ganz, ganz entscheidender Moment, wie die Granden in der Partei, so man sie noch so nennen kann, wirklich auf das reagieren. Zuerst einmal jetzt in wenigen Minuten Hans-Peter Doskozil, aber natürlich auch alle anderen, die sich da geäußert haben, wo die Emotionalität so unglaublich übergeschwappt ist in den letzten Wochen. Ich glaube, jetzt ist es wirklich entscheidend, dass man da kühlen Kopfes einfach eine eindeutige Entscheidung trifft und die dann auch von allen Seiten akzeptiert. Denn man darf nicht vergessen, was jetzt im Doskozil-Lager los ist, emotional. Da hat man knapp aber doch, wenn die Auszählung gestimmt hat, sage ich dazu, diesen Mitgliederentscheid oder die Mitgliederbefragung gewonnen und dann wird das umgedreht. Also da werden jetzt natürlich viele auch in den Bundesländern eben im Unterstützerkreis des Herrn Doskozil sagen, na Moment einmal, jetzt ist da das Mitgliedervotum umgedreht worden und da wird es wieder Emotionen geben. Umgekehrt, klarerweise, ist das natürlich wie Weihnachten, Geburtstag und Ostern zugleich für den Herrn Babler und ich glaube, gerade jetzt ist es eben wichtig, wirklich den Ball flach zu halten und ob dieser unfassbaren, wirklich kaum nachvollziehbaren Situation dann versuchen, das irgendwie halbwegs professionell jetzt doch noch irgendwie zu gestalten, wird aber sehr schwierig. Sie haben es eh auch schon gesagt, Hans-Peter Doskozil hat die Mitgliederbefragung knapp, aber dennoch gewonnen mit etwas mehr als 2%. Andreas Babler hat eben jetzt am Sonderparteitag den Mitglieder oder den Delegierten, die Delegiertenwahl gewonnen. Aber was bedeutet das denn jetzt dann auch in weiterer Folge konkret, wenn man dann beispielsweise den Mitgliederentscheid, wenn man dann sagt, gut, die Delegierten am Sonderparteitag haben so gewählt, ist dann überhaupt noch solche Mitgliederbefragungen, Mitgliederentscheide, sind überhaupt noch ernst zu nehmen? Nun, das ist eben genau der Punkt, nicht? Also ich glaube, man muss jetzt wirklich abwarten, was Doskozil sagt und so wird sich wohl auch sein Lager dann verhalten, wie staatstragend, wie parteitragend unter Anführungszeichen er sich da jetzt äußert. Das ist von entscheidender Bedeutung. Man muss ja schon wissen, dass statutarisch gesehen diese Mitgliederbefragung über diese Frage des Parteivorsitzes ja eigentlich gar nicht entscheiden kann. Deswegen hat man dann ja auch den Parteitag eingezogen als das eigentlich entscheidungsbefugte Gremium. Dennoch, die Emotionen gehen einfach unfassbar hoch. Und es werden jetzt nicht nur die Verhältnisse innerhalb der SPÖ auf den Kopf gestellt, sondern das hat natürlich auch weitreichende Konsequenzen für die gesamte innenpolitische Landschaft. Währenddem man bei jenen Proponentinnen und Proponenten, die sich jetzt schon Gedanken gemacht haben, wie sie eine Linkspartei jetzt positionieren in Richtung einer Nationalratswahl, während die jetzt wieder gedownt sind, weil natürlich der Herr Babler da eine Kampfansage links der Mitte ist, können auf der anderen Seite ÖVP und FPÖ, will nicht sagen durchatmen, aber jedenfalls einmal wieder ein bisschen frohen Mutes sein, denn da gibt es jetzt dann offensichtlich keinen Hans-Peter Doskozil, der ihnen da Konkurrenz macht um einen ähnlichen Wählerteich. Also das hat auch ganz, ganz konkrete Auswirkungen, mal abgesehen von den schon getätigten Koalitionsabsagen des Herrn Doskozil, auch über die SPÖ hinaus. Aber glauben Sie nicht auch, weil Sie eben diese Koalitionsabsagen auch gerade angesprochen haben, dass Andreas Babler nicht ohnehin auch diesen Weg weiterhin fortsetzen wird? Denn der möchte ja eigentlich auch nicht mit ÖVP und FPÖ in eine Koalition gehen.
Das absolut. Bei ihm ist es auch insofern glaubwürdiger, ohne da jetzt Hans-Peter Doskozil was unterstellen zu wollen. Aber natürlich hat der das, Doskozil nämlich, auch gesagt, um den linken Parteiflügel etwas zu besänftigen. Denn wir dürfen nicht vergessen, Doskozil hat eine rot-blaue Koalition im Burgenland übernommen von seinem Vorgänger. Und das war ja immer die Unterstellung oder der Vorwurf auch seitens des linken Lagers in der Partei, dass er da vielleicht mit einer Koalition mit Parteien rechts der Mitte liebäugelt. Das ist jetzt Makulatur. Ganz offensichtlich nach diesem unfassbaren Fauxpas der SPÖ und der Wahlkommission in dem Fall. Das ist das, was ich gemeint habe. Es ist eine Neuordnung im Sinne einer Reorientierung in allen Parteien jetzt der Fall. Denn es war natürlich so, dass eben ÖVP und FPÖ eher dem Herrn Babler die Daumen gehalten haben, rein was ihre Wahlchancen bei der nächsten Nationalratswahl angeht. Und umgekehrt war es bei Grünen und bei Neos vielleicht auch ein bisschen bei einer potenziellen neuen Linkspartei natürlich so, dass man gesagt hat, Doskozil wäre besser für die eigenen Wahlchancen, wenn er das letztlich gewinnt. Das ist jetzt anders und wie gesagt, in diesen Minuten orientieren sich alle gerade neu, inklusive wir aller von uns allen, was Kommentatoren, Kommentatorinnen und Journalistinnen und Journalisten angeht, denn natürlich sind auch die Analysen, die wir angestellt haben seit Samstag, allesamt Makulatur. Jetzt heißt es natürlich auch vom politischen Gegner die ganze Zeit, dass die SPÖ erstmal auf sich selbst schauen muss und dass man überhaupt in Frage stellt, ob die SPÖ überhaupt den Kanzler stellen kann, wenn so viele Missgeschicke passiert sind, sowohl bei der Mitgliederbefragung selbst als jetzt auch das, dieser Super-GAU. Und das ist natürlich schon ein Punkt. Wie kann denn die SPÖ jetzt wieder nach diesem ganzen Drama überhaupt wieder staatsmännisch und glaubhaft werden? Ja, Sie sprechen es an. Das ist tatsächlich auch etwas, wo die Opposition natürlich in diesen jetzt noch offeneren Wunden der SPÖ bohren kann und bohren wird. Das ist gar keine Frage, denn das ist tatsächlich an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Und natürlich ist es auch eine legitime Frage, ob jetzt von Seiten der Opposition, von Medien oder was auch immer, die Frage zu stellen, wie ist diese Partei insgesamt überhaupt beieinander? Was kriegt sie quasi auf die Reihe, wenn sie es nicht einmal schafft, ein Parteitagsergebnis korrekt auszuzählen in der ersten Runde? Also das lässt einen wirklich sprachlos zurück. Das gab es eben noch nie. Und es wird da noch mehr an vertrauensbildenden Maßnahmen notwendig sein von Seiten der SPÖ, um diese Scharte wieder oder diese Scharten wieder auszuwetzen. Ich sage trotzdem dazu, auch wenn das heute etwas eigenartig klingt, natürlich ziehen dann wieder Monate ins Land, zieht der Sommer ins Land und natürlich geht es dann irgendwann vielleicht auch mal auch wieder um Themen. Diese unfassbare Unserie der SPÖ wird jetzt deutlich verlängert. Werden wir schauen eben, wie sich jetzt die anderen äußern. Ich glaube, es ist wichtig, da jetzt die eigene Emotion in der Partei zurückzustellen und da möglichst rasch in diesem ganzen Chaos Klarheit zu schaffen, soweit das möglich ist. Aber natürlich hat das weitere Auswirkungen auf die SPÖ und wird sie sich diesen Spott, zu Recht sage ich dazu, auch noch länger vorhalten müssen. Jetzt warten wir gespannt auf die Pressekonferenz von Hans-Peter Doskozil, um dann auch analysieren zu können, wie er jetzt weiter vorgehen will. Lassen Sie uns aber vielleicht trotzdem schon vorausblicken, so gut wie das halt geht. Wir haben gerade heute wieder gemerkt, es bleibt kein Stein auf dem anderen. Zukunftsvorhersagen sind sehr ungenau, aber wenn wir auf das blicken, was Hans-Peter Doskozil eben vor der Mitgliederbefragung und auch vor dem Parteitag selbst gesagt hat, ist davon auszugehen, dass Doskozil dann in einem Team Babler mitarbeiten wird oder dass er sich quasi wieder zurückziehen wird ins Burgenland und dort weiterhin Landeshauptmann sein wird mit seiner bequemen absoluten Mehrheit, muss man natürlich auch dazu sagen. Ja, es ist schwer abzuschätzen. Also ich glaube, jetzt wäre die aus der Parteisicht jedenfalls richtige Entscheidung zu sagen, ich akzeptiere das selbstverständlich. Wie er das macht, ob er das macht, werden wir sehen. Kann den nicht vorgreifen, das wäre Scharlatanerie. Aber das wäre das richtige Verhalten. Aber natürlich, die Emotion in seinem Lager ist, siehe oben, nämlich eine umgedrehte Mitgliederbefragung am Parteitag jetzt dann doch. Das ist natürlich schon etwas, was man dort nur schwer verdauen wird können. Und natürlich ist es jetzt auch so,
und wie gesagt, die Analysen der letzten 48 Stunden sind Makulatur, dass er da einen gewissen Schaden dann schon vielleicht auch mitnimmt. Natürlich ist er als Landeshauptmann im Burgenland unbestritten gewesen, die längste Zeit mit absoluter Mehrheit hat er da regiert. Und Babler andererseits wird vielleicht auch das eine oder andere Mal ein Zugeständnis machen müssen an dieses Lager. Sie dürfen auch nicht vergessen, dass es in den Bundesländerorganisationen schon relativ klar, jedenfalls in einigen Bundesländern, da in Richtung Doskozil gegangen ist. Das heißt, das geht über das Burgenland hinaus, wo jetzt seinerseits Babler natürlich, wenn das jetzt halbwegs glatt geht in den nächsten Stunden, ein wenig antichambrieren muss und für Wohlwollen natürlich seitens der Bundesländerorganisationen sorgen muss. Andreas Babler hat ja viele schon bei der Mitgliederbefragung selbst überrascht, als er mehr Prozent, marginal, aber trotzdem mehr Prozent als Pamela Rendi-Wagner hatte. Jetzt hat er eben auch mehr Stimmen von den Delegierten am Parteitag bekommen. Was sagt das denn über die Bewegung aus innerhalb der SPÖ, die Babler da ausgelöst hat? Was bedeutet das jetzt für die SPÖ? Ja, das ist ein sensationelles Abschneiden, gar keine Frage. Das immerhin hat gestimmt, glaube ich, in den meisten Analysen in den 48 Stunden, denn auch wenn er es knapp verloren hätte, was wir bis vor kurzem geglaubt haben, wäre das eine sensationelle Grassroots, eine Graswurzelbewegung gewesen. Jetzt gilt das noch einmal mehr. Die Frage ist, was macht er jetzt draus? Und wir dürfen auch nicht vergessen, die politischen Gegner werden natürlich sehr stark den Scheinwerferkegel wieder auf das richten, was er denn so auch gesagt hat in letzter Zeit. Stichwort, ich bin ein Marxist, was er dann im ORF wieder etwas abgeschwächt hat. Dieses alte Video aus dem Jahr 2020, wo er sich sehr ablehnend und auf ziemlich heftige Art und Weise über die EU geäußert hat. All das wird jetzt natürlich eine viel höhere Publizität wieder erreichen. Und insofern hat die SPÖ jetzt wieder ganz andere Themen, mal abgesehen, wie gesagt, von dem aktuellen Chaos, die sie beschäftigen werden in naher Zukunft und auch mittelfristig in Richtung Nationalratswahl. Ist das Ergebnis auch ein Ruf nach einer gestärkten linken Partei, eine Alternative zu den rechten Parteien, die wir haben im Land mit der FPÖ und mittlerweile natürlich auch mit der ÖVP? Also jedenfalls mal von Seiten der SPÖ-Basis und der Delegierten. Und das ist insofern noch einmal bemerkenswerter, weil Delegierte an sich ja schon eher auch strategisch denken und sagen, na gut, mit wem können wir am ehesten bei der Nationalratswahl reüssieren? Wer holt uns am ehesten das Kanzleramt retour? Insofern ist diese Bewegung von Babler noch einmal bemerkenswerter, das muss man einfach sagen. Ob das dann sich bei einem Wahltag dann genauso realisiert, ich habe diese Themen, die da aufgekommen sind, jetzt parteiintern schon erwähnt, ob sich das so realisieren lässt, da ist es natürlich schon auch anders zu bewerten, was die Mitgliederbasis und insgesamt die Basis, die Funktionärsbasis in der SPÖ angeht und natürlich die gesamte Wahlbevölkerung. Also da muss man erst sehen, wie sich das setzt und ob es Babler gelingt, über die eigenen engen Parteigrenzen hinaus auch so eine Emotion, eine positive in dem Fall zu entfachen, wie eben das jedenfalls parteiintern gelungen ist zuletzt. Wir warten hier gerade mit Spannung auf die Pressekonferenz von Hans-Peter Doskozil. Die sollte jede Minute losgehen. Sie war für 16.30 Uhr angesetzt. Davor noch kurz, Herr Hofer, eben die SPÖ, von der Basis der SPÖ möchte man eine gestärkte linke Partei haben. Aber wenn man ins Land selbst hineinblickt, in die Bevölkerung, die österreichische Bevölkerung, ist denn da auch der Ruf groß nach einer linken Partei? Was sind denn die bestimmenden Themen? Wo könnte man da ansetzen? Denn wenn man beispielsweise nach Salzburg blickt oder nach Graz, könnte man ja schon auch annehmen, dass der Ruf immer größer wird. Nun, schauen Sie, die Geschichte ist sicherlich so, dass einmal populistisch orientierte Parteien, die KPÖ war das zuletzt in Salzburg, die FPÖ ist das ohnehin, dass die Zulauf hatten angesichts dieser Themenlage, die es gibt. Weil sie die linken Parteien oder das Potenzial links der Mitte ansprechen. In Österreich war es seit Ende der 70er Jahre nie so, dass es eine linke Mehrheit gegeben hat. Da war es immer eine Mehrheit rechts der Mitte. Ob Babler das nachhaltig verändern kann, wird man erst sehen. Ich sage dazu, bei ÖVP und FPÖ wird man jetzt sicherlich eher die Sektkarten knallen lassen, im Gegensatz zum Samstag, das ist so. Aber noch einmal, natürlich ist das veränderbar. Es ist insgesamt eine unfassbar volatile Wählerlandschaft, die wir in Österreich sehen. Das sehen wir seit einigen Jahren. Ein Erfolg von, zwischenzeitlich zumindest von Sebastian Kurz, wäre ohne diese Volatilität auch nicht denkbar gewesen. Und natürlich ist, wenn man da geschicktes Themensetting betreibt, da auch für einen Andreas Babler
variabler war es möglich. Aber bisher zumindest haben das die Umfragen alle gezeigt, ist natürlich seine Strahlkraft rechts der Mitte mehr als eingeschränkt. Das wäre bei Hans-Peter Doskozil natürlich anders gewesen. Andreas Babler hat ja auch immer gesagt, dass man rechte Ideologien und rechte Traumschlösser immer nur entzaubern könnte. Nicht indem man eben Gesagtes nachplappert, sondern ganz klar mit linken Positionen dagegen anhält. Hat er denn das, wenn man sich das beispielsweise auch ansieht, die Interviews, die er gegeben hat, hat er das auch geschafft, mit klaren Positionen rechte Ideologien, so wie er es sagt, zu entzaubern? Wie gesagt, wir müssen immer aufpassen, wer da jetzt die entscheidende Grundgesamtheit war, die da abgestimmt hat. Da reden wir einerseits von der Mitgliederbasis, immerhin 150.000 Menschen oder 107.000, die mitgemacht haben bei der Befragung. Ja, da hat er ausgezeichnet performt, gar keine Frage, mehr oder besser, als ihm viele zugetraut haben. Und jetzt waren es die rund 600 Delegierten am SPÖ-Parteitag. Das ist noch nicht die Gesamtbevölkerung. Also da muss man schon aufpassen. Allerdings, ich sage es noch einmal, natürlich hat er auch die Chance, auch hier thematisch in die Vorlage zu gehen. Aber ich weise darauf hin, da gibt es auch ganz viele Fallstricke, da gibt es natürlich schon auch Einfallstore, weil Sie es vorher angesprochen haben, indirekt das Thema Migrationspolitik ist natürlich noch immer ein virulentes und ich bin mir ganz sicher, dass sich FPÖ und ÖVP ab sofort dann am Herrn Babler nicht nur, in der ersten Linie werden sie sich jetzt mal am Chaos in der SPÖ abarbeiten, aber dann in weiterer Folge natürlich auch am Spitzenkandidaten. Wie sich das dann gestaltet in Richtung einer Nationalratswahl, das müssen wir natürlich noch abwarten. Da ist die ganze Entwicklung jetzt noch sehr, sehr frisch. Da ist also einiges, das noch im Rollen ist. Ich sage jetzt einmal vielen, vielen Dank an Politikberater Thomas Hofer für Ihre kurzfristige Zeit und Ihre ausführlichen Analysen. Sehr gerne.